In einem Pressegespräch erläuterten am Montag die Geschäftsführer der Industriehafen GmbH und der Roßlauer Schiffswerft die Einzelheiten zum bevorstehenden Hafenfest. Am 10. Oktober in der Zeit von 10 bis 16 Uhr findet dieses auf dem Gelände der Schiffswerft, aber auch im Industriehafen statt. Wie aber kam man auf die Idee eines gemeinsamen Festes? Die ursprüngliche Idee des Stammtisches der Vereine war ja, Roßlau 800 das ganze Jahr stattfinden zu lassen, die einzelnen Veranstaltungen wie einen roten Faden entlang fließen zu lassen und keine großen Veranstaltungen neu zu erfinden. Aber es gab zwei neue Veranstaltungen, einmal den Kindertag zum 1. Juni und das Werft- und Hafenfest, was ja hier thematisch die Industrie greift und den Bürgern einfach die Möglichkeit gibt, an Orte zu kommen, wo sie sonst nie hingelangen würden. Axel Tautermann von der Schiffswerft sprach über die Programmpunkte, legte besonderen Wert auf die Angebote, welche die Schiffswerft für Schulabgänger bietet. Also als allererstes und wichtigstes ist die Bereitstellung von noch offenen Lehrstellen, die wir versuchen wollen, mit persönlichen Gesprächen der eventuell Azubis vor Ort zu organisieren. Des Weiteren ist sicherlich möglich, dass auch die Bevölkerung nutzen kann, die Verbindung zwischen dem Industriehafen Roßlau und der Roßlauer Schiffswerft. Wir haben einen Kremser organisiert, der ständig zwischen 10 und 16 Uhr die Verbindung zwischen zwei Unternehmen stattfinden lässt. In Verbindung mit dem langjährigen Schifferverein, der bei uns auf dem Gelände platziert ist, wollen wir auch die Möglichkeit geben, das Schiffermuseum zu besuchen. Lutz Wiesel ist Hafenbetriebsleiter und möchte gern über die Arbeit des Hafens informieren, hat einige Aktionen geplant. Ja, gedacht ist es natürlich für die gesamte Bevölkerung hier im Umkreis und alle, die sich dafür auch interessieren. Wir machen das ja bewusst mit der Schiffswerft zusammen und wir wollen hier auch demonstrieren in unserem Gelände, dass ein Hafen heutzutage nicht mehr nur etwas mit Wasser zu tun hat. Wir sind ein trimodaler Standort, das heißt, wir bedienen drei Verkehrsträger, das Wasser, die Schiene und die Straße. Und im Moment sind wir ja auf der Schiene relativ sehr stark, wollen das natürlich und müssen das natürlich auch weiter ausbauen. Ansonsten sind wir wirtschaftlich nicht überlebensfähig. Eigentlich hätte zum Hafenfest der baugleiche Raddampfer wie der Kaiser Wilhelm nach Roßlau kommen und Fahrten anbieten sollen. Doch wieder macht der Wasserstand der Elbe Probleme. Sowieso ist die Werft im Moment ziemlich eingeschränkt, was Transportmöglichkeiten angeht. Ja, einer der wichtigsten Wege ist natürlich die Elbe. Die Elbe hat im Moment einen derzeitigen Wasserstand von ca. 70 cm und da sind wir natürlich nicht in der Lage, in Betrieb aufrechtzuerhalten. Der nächste enge Knackpunkt ist die Eisenbahnbrücke in Roßlau, die im Moment in einem sehr desolaten Zustand ist und uns nicht erlaubt, mit großen Lasten drüber zu fahren. Und der nächste Knackpunkt ist die neu entstandene Querung in Rottleben der Eisenbahnstrecke, die uns, sage ich mal, etwas einengt und nicht die Möglichkeit gibt, schwere, große, breite Teile über diese Strecke zu liefern. Dennoch, gefeiert wird am kommenden Samstag an der Elbe und wer weiß, vielleicht verirrt sich ja der ein oder andere Politiker an die Roßlauer Schiffswerft, um genau über solche Probleme mit den Verantwortlichen zu sprechen.